Hallo und herzlich willkommen. Die nächste Runde steht an, der tückische Tipps. Tückische Tippster. Okay, tückische Tippsteine. Meine Güte, wieso müssen die hier immer solche Wortspiele reinbauen? Bei sowas bin ich ja immer mega. So, wir schauen uns erstmal an das Level hier. Entsprechend, wo können unsere Sachen sein? Bewege den Zeiger über Objekte und drücke ZR. Okay, also damit können wir jetzt unsere Umwelt entsprechend manipulieren. Hier sind noch ein paar versteckte Münzen, die nehmen wir gleich mit. Ah, und so komme ich entsprechend rüber. So, da gibt es auch noch. Was ist hier drin? Hallo? Hiermit komme ich an ihn ran. Das Schöne natürlich bei dem Spiel ist, ich muss nicht alle Aufgaben auf einmal erledigen. Ein Schlüssel. Sondern ich kann sie nacheinander auch abarbeiten. Das heißt, in der einen Runde finde ich die Diamanten, in der anderen Runde die Diamanten. Ah, guck, da ist noch einer. Nehmen wir den doch noch mit. Oh. So. Einmal. Wir haben alle drei. Dann müssen wir nur noch nach oben gehen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, was die Sonderaufgabe dieses Mal ist. Warte, ich muss hier rüber. Jetzt den hoch. Jetzt kann ich ihn runter tun. Und schon haben wir unseren Stern. Sehr, sehr schön. Level beendet. Tippsteine nur dreimal berührt. Okay. Das sollte eigentlich machbar sein. Sollen wir es gleich mit dem Pixeltoad zusammen probieren? Ich hoffe jetzt nicht, dass er irgendwie mega gemein jetzt irgendwie versteckt ist. Also, dreimal. Der geht hoch, runter, der geht rechts, links. Das heißt... Ach, guck, da unten ist er schon. Okay, gedacht war es natürlich... Ich bin so blöd. Wenn ich den Pixeltoad berühre, dann ist das Level natürlich beendet. Okay, na gut, dann müssen wir es nochmal machen. Den Stempel haben wir. Und jetzt noch einmal... Das Level für die tückischen Tippsteine. Gut, also. Ich muss den ja auf jeden Fall rüberschieben, damit ich hier hochlaufen kann. Das heißt, den versetzen wir rüber. Ja, hier war unser Schlüssel drin. Ich tue den hoch. Ich tue den wieder runter. Und schon haben wir auch dieses Häkchen erledigt. Okay, ja, das war Runde 3. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nachher zur nächsten Runde. Ja, und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachspielen. Bis dann, ciao, ciao.